Beschreibe die emotionale Wunde, die deine Eltern dir zugefügt haben. Dass ich es nie kennengelernt habe, wie es ist, ein Problem zu haben und mit jemandem darüber sprechen zu können. Ich würde tatsächlich mit irgendwelchen emotionalen Themen würde ich nicht zu meinem Vater gehen. Ja, man ist einfach machtlos als Kind. Wenn wir Menschen auf die Welt kommen, dann sind wir nicht fertig, sondern ganz im Gegenteil, wir werden geprägt. Als Kinder, besonders von unseren Eltern. Ich will wissen, was passiert, wenn dabei etwas schief geht. Wie kann man es schaffen, ganz konkret ein gutes, ein glückliches Leben zu führen, auch wenn man keine Bilderbuchkindheit hatte? Wenn ich an meine Kindheit denke, da würde ich sagen, mein Bruder und ich, wir sind total behütet aufgewachsen. Wir hatten die besten Eltern der Welt, die haben uns bei den Hausaufgaben geholfen, wir sind irgendwie in den Urlaub gefahren, die waren da, wenn wir krank waren. Bei Elias und Noah ist das ganz anders. Die beiden sagen, unsere Mutter hat Noah und unseren kleinen Bruder systematisch krank gemacht. Die beiden Brüder, aber auch Ärztinnen und Gutachter vermuten dahinter ein ganz besonderes psychologisches Phänomen. Und ich weiß, es ist eine extreme Geschichte, aber ich glaube, dass genau dieses psychologische Phänomen uns ganz, ganz viel über die tiefen Wunden verraten kann, die Eltern uns zufügen können. Moin, ihr beiden. Hi. Hi, grüß dich. Hey, Leon, freut mich. Noah. Hi, Noah. Hi. Grüß dich. Dann ist Elias. Hi. Ja, genau. Warum sind wir hier? Ja, ein paar Meter weiter sind wir aufgewachsen. Und es gab nicht viel Schönes in unserer Kindheit, aber die Hunde waren tatsächlich ein Lichtblick in unserer Kindheit. Und hier sind wir immer mit den Hunden entlang gegangen. Ja, wir sind halt die längste Zeit davon ausgegangen, dass unsere Kindheit einigermaßen normal verlaufen ist. Und haben halt im Erwachsenenalter festgestellt, dass dem nicht so ist. Und der große Hauptfaktor dabei ist auf jeden Fall unsere Mutter und auf unterstützende Art und Weise unser Vater dann dazu. Was war das Schlimmste, was eure Mutter euch angetan hat? Als ich auf die Welt gekommen bin, habe ich relativ schlecht zugenommen. Ich hatte Durchfall und Erbrechen. Die Ärzte konnten sich das alles nicht erklären. Aus Unterlagen, die mir heute zur Verfügung stehen, ist zu erkennen, dass mir sehr wahrscheinlich Kot verabreicht wurde als kleiner Säugling. Ich gehe stark davon aus, dass das meine Mutter war. Ich sollte schon immer schwerbehindert sein. Ich sollte nichts schaffen im Leben. Und so wurde ich auch erzogen und großgezogen. Noah wächst in dem Glauben auf, schwer krank zu sein. Er bekommt einen Schwerbehindertenausweis und geht auf eine Schule für Kinder mit Behinderung. Sein jüngerer Bruder, der nicht vor Kameras tritt, wird sogar in den Rollstuhl gesetzt. Denn seine Mutter behauptet, dass er wegen angeblich schwerer Epilepsie nicht richtig laufen kann. Das Münchhausen by Proxy oder auf Deutsch Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom hat seinen Namen von dem berühmten Lügenbaron. Und das passt ganz gut, weil die Täterinnen, die übrigens zu 96% die eigenen Mütter sind, ihre Kinder erst gezielt krank machen und dann ganz viele Lügengeschichten drumherum erfinden, damit das nicht auffällt. Das Wort Stellvertreter ist in dem Namen, weil das Kind der Mutter dazu dient, ihren eigenen Selbstwert zu steigern, sich in den Mittelpunkt zu rücken, ganz viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Münchhausen by Proxy-Syndrom ist eine Form der Kindesmisshandlung und endet in 6% der Fälle tödlich für das Kind. Mittlerweile sind Elias und Noah sich sicher, dass dieses Syndrom hinter dem Verhalten ihrer Mutter steckt. Habt ihr als Kinder das Gefühl gehabt, dass eure Mutter, eure Eltern euch lieben? Wenn wir besonders krank waren, dann habe ich mich auch tatsächlich geliebt gefühlt. Und wenn ich nicht krank war, dann sah es schon anders aus. Bei mir ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel mit dem, ich habe lange eingenässt, weil sich unsere Mutter das gewünscht hat. Und ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also wenn ich nicht ins Bett gemacht habe, war die Stimmung zu Hause sehr gedrückt. Unsere Mutter war sehr traurig, hat mich das auch spüren lassen. Aber wenn ich eingenässt habe, dann war meine Mutter glücklich. Dann war sie zufrieden, sie hat mich in den Arm genommen. Sie hat mir dann quasi in dem Moment Liebe gegeben. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich nur ins Bett pinkeln muss, damit ich Liebe von meiner Mutter erfahre, dann mache ich das halt. Im Jahr 2000 melden Ärztinnen und Ärzte ihren Verdacht an das zuständige Jugendamt. Münchhausen by Proxy. Noah und sein jüngerer Bruder werden gegen den Willen der Mutter in einer Klinik untergebracht und untersucht. Wir haben keinerlei Krampfaktivität im EEG beobachtet und es sind auch gar keine Anfälle aufgetreten. Das gleiche Kind war im Rollstuhl. Das Kind geht über Tisch und Bänke.
sodass also die Kinderklinik, so viel kann ich sagen, zu dem Schluss gekommen ist, dass hier die Kinder beide medizinisch gesund sind. Elias bleibt als einziger Sohn bei den Eltern. Noah und sein kleinerer Bruder kommen für 2 Jahre in ein Kinderheim. Da habe ich noch Liebe für unsere Mutter empfunden. Also ich wollte definitiv wieder nach Hause. Auch wenn ich gemerkt habe, dass es mir in der Klinik eigentlich körperlich besser ging. Und als Kind war immer das Wort unserer Mutter gesetzt. Also warum sollte meine eigene Mutter mich anlügen? Das erklärt einem keiner als Kind. Kommt ja keiner nach Hause und sagt, ey, kann sein, dass du Pech hast mit deinen Eltern und die sind komplett geisteskrank. Da musst du aufpassen. Das macht halt keiner. Vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um mal einzusortieren, warum diese Beziehung, die Bindung zu unseren Eltern so anders ist als die anderen Beziehungen, die wir eingehen. Denn sie ist wirklich anders als zum Beispiel die zu unseren Chefinnen, zu unseren Schulfreunden oder auch zu Partnerinnen und Partnern. Und das ist deswegen psychologisch so spannend, weil wir uns immer klar machen müssen, dass Menschen sehr unfertig auf die Welt kommen. So ein Fohlen, das wird geboren, dann kann das ziemlich schnell selber laufen und kommt auch relativ alleine klar. Bei uns Menschen brauchen wir eine unglaublich lange Zeit, bis wir wirklich sagen könnten, dass wir den Bezug zu unserer Bindungsperson, bei den meisten ist es übrigens eher noch die Mutter als der Vater, wirklich abbrechen könnten und alleine klarkommen könnten. Und so entsteht am Anfang unseres Lebens eine ganz tiefe, ganz innige Beziehung, die es extrem schwierig macht, sie zu kappen. Ich werde mit Elias und Noah noch darüber sprechen, wie sehr ihre Kindheit, ihre Psyche noch heute beeinflusst. Jetzt aber erstmal rein in die Wissenschaft. Genau dazu forscht nämlich hier in Potsdam eine Professorin. Die versucht herauszufinden, wie sehr unsere Kindheit, die Erziehung unserer Eltern, unsere Psyche und unsere Persönlichkeit in der Gegenwart und auch in der Zukunft beeinflusst. Hi Eva, moin. Hi, schön. Hi, wie geht's? Alles gut? Ja, super. Wie groß ist denn der Einfluss von unseren Eltern, von den Menschen, die uns großziehen, auf unser späteres Leben, auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Psyche? Es gibt Studien, die tatsächlich zeigen, dass die Kindheit, gerade die ersten Lebensjahre, extrem prägend sind. Die wirken sich aus auf unsere Gehirnentwicklung, die können wirklich einen starken Einfluss haben, wie wir später auch durch das Leben gehen. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Mythos, dass die Kindheit das alles Beherrschende ist und unser gesamtes Leben überstrahlt. So krass ist es im Zweifelsfall nicht. Im jungen, im mittleren, auch im hohen Erwachsenenalter können wir uns noch erstaunlich stark wandeln. Und es ist nie zu spät, an der eigenen Persönlichkeit, an der eigenen Psyche, am Wohlbefinden zu arbeiten. Was ist denn aber, wenn die Wunde so richtig tief ist und meine Eltern wirklich, wirklich sich nicht gut verhalten haben? Habe ich dann auch eine Chance, dass die echt heilt? Natürlich gibt es Fälle, wo diese Wunde sehr, sehr intensiv ist. Und da ist es empfehlenswert, sich professionelle Hilfe zu suchen, also das nicht alleine zu machen. Die Forschung zeigt außerdem ganz klar, dass das Reden über persönliche Probleme bei ihrer Verarbeitung enorm helfen kann. Warum das so ist, das wird mir Eva noch erklären. Das, was Noah und Elias erlebt haben, das ist ein absoluter Extremfall. Eine wirklich heftige Geschichte, die ich trotzdem so wertvoll finde, weil sie aus meiner Sicht sehr klar zeigt, wie tief die Wunden gehen können, die Eltern uns zufügen. Und trotzdem ist mir als Psychologe eine Sache unglaublich wichtig, nämlich dass wir begreifen, dass selbst wenn auf den ersten Blick zwischen Eltern und Kind alles super läuft, es da trotzdem Wunden geben kann. Und selbst wenn die Eltern es wirklich gut meinen, Verletzungen entstehen können. Die sind dann manchmal ganz unbewusst, bei anderen schon viel bewusster und reflektiert. Und genau darüber möchte ich jetzt sprechen mit Menschen, die hier zu mir kommen in ihrer Rolle, als Eltern oder als Kind, um von den Wunden aus ihrem Leben zu erzählen. Kommt gerne rein! Wer ist als Elternteil hier? Du schon mal, bitteschön. Dann seid ihr entsprechend in der Kinderrolle hier heute. Die Idee ist ganz einfach. Wir wollen zusammen ins Gespräch kommen. Und zwar in Paaren. Eltern reden mit Kindern. Aber in eurem Fall ja jetzt nicht die echten Eltern mit den echten Kindern, sondern von mir zusammengestellt. Und die Idee dahinter ist, dass man durch diesen anderen Menschen, durch diese vielleicht auch etwas andere Perspektive auf die eigene Eltern-Kind-Beziehung nochmal so einen ganz neuen Blick bekommt. Seid ihr bereit für unser Experiment? Dann würde ich sagen, du zuerst und ein Kind, du, passendes Kind dazu. Kommt gerne mit, ihr zwei. Und an die anderen bis gleich.
Ihr dürft jetzt gerne die Karten abnehmen und hinten drauf gucken. Darauf findet ihr Fragen, die ich vorbereitet habe. Das sind aber mehr so Impulse. Ihr dürft die gerne gleich stellen und dann aber auch drauf eingehen und selber weitere Fragen einbringen, wenn ihr möchtet. Wir fangen mit der ersten Frage mal an Paul. Wie ist die Beziehung zu deinen Eltern? Oh. Ich würde sagen, zu meiner Mutter ist sie auf jeden Fall deutlich besser als zu meinem Vater. Also kein Kontakt. Kein Kontakt. Ich würde sagen, da ist aktuell keine Beziehung vorhanden. Seitdem ich 18 bin, halt jetzt absolut gar nichts mehr. Immer wieder halt versucht, Kontakt aufzubauen zu meiner Mama, aber da kommt nichts. Also keine Antwort von deiner Mutter? Also ich würde tatsächlich mit irgendwelchen emotionalen Themen würde ich nicht zu meinem Vater gehen. Womit haben deine Eltern dich verletzt, Paul? So, ich habe mich halt einfach geoutet, weil lieber früher als nie. Ich habe gesagt, Papa, ich bin schwul. Dann kam halt die Reaktion von ihm, Paul, sehr froh, dass du mein Kind bist, sonst dürftest du halt nicht aufs Grundstück. Wie ist die Beziehung zu deinem Kind? Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Kind. Also, sie ist eigentlich so, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Wie alt ist deine Tochter? 8. Wolltest du schon immer Kinder haben? Ja. Eine Familie, eine eigene zu haben, eine harmonische, habe ich mir schon immer gewünscht. Also es gab auf jeden Fall einen Auslöser, dass ich eine relativ traumatische Gewalterfahrung gemacht habe nach dem Abi. Und was heißt das? Das heißt, dass ich während meines Auslandsjahres Missbrauch erfahren habe. Und dann habe ich mich in der Therapie über viele, viele Jahre sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wo sozusagen auch in der Erziehung, die ich genossen habe, quasi so die Wurzeln waren. Also wo waren so Punkte, die dann später bei mir auch in dieser missbräuchlichen Situation sozusagen auch gegriffen haben, weil ich Respekt hatte vor der älteren Person. Klar, ich vermisse meine Eltern. Ich würde sie so gerne wieder in den Arm nehmen. Dein Vater hat sich nach deinen Beschreibungen so viel Schuld aufgelastet. Wieso will man als Kind zurück? Er hat mich mit großgezogen. Egal, ob mit Schlägen, ob er mich halt nachts in die Kälte rausgestellt hat, in den Keller gesperrt hat oder sonstiges. Es ist aber halt Elternteil. Ich würde ihn gerne auch wieder in die Arme nehmen. Beschreibe die emotionale Wunde, die deine Eltern dir zugefügt haben. Also einmal, dass ich es nie kennengelernt habe, wie es ist, ein Problem zu haben und mit jemandem darüber sprechen zu können. Meine Mutter hat halt mich und meine Schwester zu Hause eingesperrt als Kind. Also als wir ausgezogen sind von meinem Vater, durfte ich halt das Haus nicht verlassen. Ich war auch nicht oft in der Schule. Ich hatte komplett keinen Kontakt zur Außenwelt. Das erste Mal, dass ich so wirklich Kontakt zu Mitschülern hatte, da war ich 13, habe mir das so erkämpft. Und sie hat den ganzen Tag diese Rituale gehabt. Man durfte nur zur bestimmten Zeit auf die Toilette gehen. Man durfte nichts. Wir durften einfach nur still in unserem Zimmer sitzen. Sie hat jeden Abend geheult und geschrien. Und meinen Vater hat es nicht interessiert. Was macht es mit dir, das jetzt hier so zu erzählen? Noch mal ein bisschen bewusster. Also man fühlt mit, finde ich, oder? Mhm. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Ja. Was Andrea beschreibt? Mir kommen halt auch schon die Tränen, weil ich es ähnlich, nicht so ganz krass, aber ähnlich kenne. Und ich dieses Gefühl einfach genau nachempfinden kann. Ich war halt auch nie gut genug für meine Mutter. Und war der Fehler. Ja, man ist einfach machtlos als Kind. Warum ist Sprechen so entlastend? Ja, einmal sind wir Menschen soziale Wesen und wir wissen generell, bei schwierigen Dingen ist soziale Unterstützung immer entlastend. Also das ist ein großer Kraftspender. Das kennt vielleicht der oder die ein oder andere, wenn man über Themen spricht, dass man dann plötzlich anfängt zu weinen, weil man dann realisiert, wie sehr einen dieses Thema doch beschäftigt. Und daran sieht man ganz gut, dass es doch noch mal etwas anderes ist, etwas auszusprechen, als es die ganze Zeit nur gedacht zu haben. Mir hat mal so eine ganz erfahrene Psychotherapeutin was, finde ich, total Schönes gesagt. Die meinte, wenn du so eine Wunde bei dir gefunden hast, dann versuch zu vergeben. Versuch deinen Eltern zu vergeben. Was ist da dran? Jetzt aus empirischer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht. Ja, da ist sehr viel dran. Denn wenn wir diesen Groll hegen, zieht das unheimlich viel Energie. Wir sind dann häufig wütend, wir sind verletzt, wir fühlen uns ohnmächtig. Und diese Vergebung, die schafft Ruhe. Und häufig gelingt das auch,
ohne ein Gespräch bzw. ein direktes Gespräch mit den Eltern ist gar nicht notwendig. Häufig geht das auch anders aus, als man sich das so vorgestellt hatte. Und es kann hilfreich sein für diese Vergebung, wenn wir unsere Situation bzw. unsere Lebensgeschichte einmal anschauen aus der Erwachsenenperspektive. Ich finde das einen ganz spannenden Punkt. Habt ihr das schon mal geschafft, euren Eltern irgendwas zu vergeben? Wie hat sich das angefühlt? Sind so emotionale Wunden bei euch wirklich geheilt? Gerne mal jetzt unten in die Kommentare. Und ich muss wirklich auch mal kurz sagen, ich bin euch so dankbar, allen, die kommentieren. Ich lese das total gerne. Deine emotionalen Wunden und das Vergeben jetzt unten rein. Menschen, denen der Kontakt zu ihren Eltern eigentlich gar nicht gut tut, leiden oft unter einem inneren Konflikt. Sie haben ein schlechtes Gewissen bei dem Gedanken daran, den Kontakt zu reduzieren oder sogar abzubrechen. Dass wir unseren Eltern in solchen Fällen aber überhaupt etwas schulden, mag ein Gefühl sein, ist dann aber ein Trugschluss. Denn dass ich lebe, das haben meine Eltern zu verantworten. Das war ihr Handeln, ihre Entscheidung. Dafür muss ich nicht zeitlebens dankbar sein, sondern darf schauen, wie gestalte ich mein Leben, sodass ich mir selbst nichts schuldig bleibe? Elias und Noah haben erst mit Mitte 20 herausgefunden, dass ihre Kindheit auf einem Lügenkonstrukt aufgebaut war. Seitdem haben sie den Kontakt zu ihren Eltern komplett abgebrochen. Was war das für ein Moment, wo euch klar wurde, da ist was richtig schiefgegangen in unserer Kindheit? So richtig klar geworden ist mir das, als ich mir die ganzen Akten und Unterlagen zusammengesucht habe. Gab es dafür so einen Initialmoment, dass du das machst? Ja, tatsächlich die Geburt meiner Tochter. Mir war klar, sie soll ja auch irgendwie ihre Oma kennenlernen, aber irgendwas in mir hat mir gesagt, dass das keine gute Idee ist. Und mir war auch klar, dass ich sie keine Sekunde mit ihr alleine lassen würde. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mir einmal alles genau an. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her dann. In dieser Zeit, was war da für euch die größte Last? Die Erkenntnis, eigentlich nie wirklich Eltern gehabt zu haben. Ja. Und nicht mal gar keine Eltern gehabt zu haben, sondern die Eltern, die ich hatte, die mich auch noch zusätzlich misshandelt und missbraucht haben. Ja, geblieben ist auf jeden Fall die krasse Enttäuschung, die man empfindet gegenüber seinen Eltern. Hat schon mehr kaputt gemacht als ich auch so zugeben möchte. Und, okay. Ja, und auch viel Wut. Tatsächlich viel Wut, Misstrauen anderen gegenüber. Weil wenn du schon nicht deinen eigenen Eltern trauen kannst, wem kannst du dann eigentlich trauen? Wenn ich jetzt hier so reingekommen wäre und euch beide oder eure Geschichte gar nicht gekannt hätte, dann hätte ich irgendwie gedacht, normale Bude, zwei normale Typen, die so erzählen, was glaubt ihr, wie lange würde das dauern, bis einem klar wird, nee, bei euch hinter, ich sag mal, der ganz normalen Fassade von außen, da sind echt tiefe Wunden. Also ich glaube, wenn man sich oberflächlich kurz kennenlernt, dann merke ich das nicht. Merkst du es, glaube ich, nicht. Nein, ich glaube, wenn wir langfristig miteinander zu tun haben, dann definitiv, weil wir natürlich auch gute Tage, aber auch wirklich richtig, richtig beschissene Tage haben. Und wo man es vielleicht auch eventuell merken kann, ist, dass wir super viel mit Humor und Sarkasmus aufarbeiten. Wir lachen darüber, wen es am beschissensten von uns allen getroffen hat, wer wohl heute im tiefsten Loch steckt. Wir machen uns über die Dummheit unseres Vaters lustig. Also das ist schon sehr intensiv. Das ist schon, wir sagen manchmal, ja. Das ist bei uns ist das ein Klassiker, die Beleidigung, du bist wie dein Vater. Ja. Also, Und dann ist dann der andere halt auch wirklich erbost und sauer, weil das ist so das Schlimmste, was du eigentlich zu uns sagen kannst. Oder so, du erinnerst mich an unsere Mutter. Ja, das ist auch ganz schwierig. Du erinnerst mich gerade irgendwie an unsere Mutter. Und das ist wirklich das Schlimmste, was man sagen kann. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, was Eltern uns für emotionale Wunden mitgeben können, wie lässt sich das auf deine Tochter und deine Mutterrolle dann auch blicken? Ja, das ist meine größte Angst. Ich weiß, was eine Mutter machen kann. Und, Take your time. Hast du ein Taschentuch? Ich hab's mitgenommen, ja. Sonst hätte ich mal kurz, wir haben hier ganz viele Leute, die uns helfen. Ja. Das ist halt die größte Angst, dass meine Tochter auch so emotional von mir verletzt. Also weil ich einfach weiß, dass ich diese Macht, hört sich doof an, aber sie ist ja nun mal abhängig von mir. Und
dass sie kein gutes Selbstwertgefühl hat. Was spricht da dafür, dass das passieren könnte? Naja, dadurch, dass ich halt keine liebevolle Erziehung kenne, habe ich vielleicht auch manchmal Angst, dass ich es unterbewusst mache. So. Aber begegnest du deiner Tochter so, wie deine Mutter dir begegnet ist? Nein. Ja, stimmt schon. Wie ist die Beziehung zu deinem Kind? Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinem Kind. Zu zwei Kindern, zwei Töchter habe ich eine gute Beziehung. Mein Sohn hat den Kontakt zu mir abgebrochen. In einer Scheidungssituation. Hat sich auch nie irgendwie gerechtfertigt oder nie gesagt, wieso, weshalb? Ich habe ihm dann Briefe geschrieben, auch Geschenke zu Geburtstag. Ich habe dann nie eine Reaktion bekommen. Jetzt hat mir von dir die These, Elli, dass dein Vater dir eine emotionale Wunde zugefügt hat, die vielleicht dann dazu geführt hat, dass du in so einer missbräuchlichen Situation nicht sagst, weg hier raus, ich wehre mich. Das heißt, eine Wunde von deinem Vater, die dich an der Stelle total beeinträchtigt. Kannst du dir vorstellen, dass du sowas an deine Tochter weitergegeben hast? Ja, das denke ich schon, weil ich bin natürlich auch Opfer meiner Erziehung. Das bedeutet natürlich auch, dass ich Dinge, Werte, Umgangsformen, Erwartungen garantiert habe, die dann auch sagen, komm, jetzt ziehen wir das mal durch, ja, bevor jetzt das Ganze sehr emotional wird. Das ist etwas, wo ich dann mich selber auch dabei ertappe, dass ich sage, das ist ja eigentlich gar nicht gut. Hast du dich mal gefragt, warum? Warum machen Eltern sowas mit mir als Kind? Weil sie selber traumatisiert sind. Aber so richtig im Unterbewusstsein kommt es dann trotzdem nicht an als Erklärung. Beschreibe die emotionale Wunde, die du deinem Kind zugefügt hast. Gefühle zu verstecken und Ziele, die zwar nicht genau definiert sind, zu erreichen. Also es ist eine Unterdrucksetzung eher. Ja. Womit hast du dein Kind verletzt? Ich kann ja nur sagen, was ich denke, womit ich ihn verletzt habe. Dass ich mich von seinem Vater getrennt habe, dass ich die Familie aufgelöst habe, dass ich vielleicht nicht so funktioniert habe, wie er es sich vorgestellt hat, seine Mutter sein sollte, dass ich eben nicht so bin. Ich habe gelernt, damit umzugehen und meine Liebe zu ihm, die ist noch da. Die geht auch nicht verloren. Elli, wie war das für euch, heute über diese Eltern-Kind-Beziehung, die Wunden, die uns mitgegeben werden, zu sprechen? Ja, gerade auch mit diesem Perspektivwechsel der anderen Seite direkt gegenüber. Ich fühle mich jetzt dadurch tatsächlich erleichtert. Einfach mal ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wie man agiert und wie vielleicht Reaktionen sind, um sich vielleicht mal etwas von der anderen Perspektive das Ganze anzuschauen und dann möglicherweise es für sich mitnimmt. Für mich war so ein Ding, das mal so runterbrechen zu müssen und dabei aber auch zu merken, dass es eben relativ allgemeingültig ist. Also, dass man natürlich nicht damit alleine ist, sondern dass es wahrscheinlich super viele Menschen auch kennen und auch damit konfrontiert sind. Auch Elias und Noah versuchen aktuell herauszufinden, was ihnen weiterhilft. Was gibt euch Hoffnung? Der Kerl. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und meine Tochter. Hast du manchmal Sorge um deine Tochter, dass du so denkst, boah, wenn ihr auch so sagt, bestimmte Muster sind noch so stark in euch drin, dass irgendwas davon auf die übergehen könnte? Nee, habe ich nicht, weil ich mein Kind liebe und ja, ich das halt spüre und einfach versuch, alles richtig zu machen. Und eigentlich genau das Gegenteil zu machen von dem, was meine Eltern gemacht haben. Und ich glaube, das klappt manchmal ganz gut und manchmal nicht. Aber ich glaube, auch niemand ist perfekt. Ja, doch, klappt ganz gut. Wie kommt man da raus, wenn man das Ganze so mit sich rumschleppt? Wahrscheinlich mit einer Therapie. Da sind wir gerade beide dabei und hoffen, dass das irgendetwas bringt. Aber es ist
mit unheimlicher Anstrengung verbunden. Nicht so durchs Leben gehe und merke, ich habe Wunden, Muster von meinen Eltern mitgegeben bekommen, die mir nicht passen. Bei euch war es ja so extrem. Gibt es irgendwas, was ihr den Leuten mitgeben könnt, wo ihr sagen würdet, jo, das würde ich jetzt einer guten Freundin raten, wie man mit sowas umgeht? Ich glaube, der Plan sollte es sein, darüber zu reden, die Dinge anzugehen, auch wenn es echt schwer ist. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was langfristig hilft. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, sind Menschen, die in anderen Familien beobachten, bei Kindern, die sich nicht wehren können oder die nicht Dinge ansprechen können, dass man da, so wie bei uns, das haben halt super viele Leute einfach weggeguckt und haben sich gesagt, das sind nicht unsere Kinder, da mischen wir uns nicht ein. Und dann, wenn Leute sowas mitbekommen, dann schaltet das Jugendamt ein. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Man muss auch sagen, so schwer die Kindheit war, so unabhängig der ganzen psychischen Probleme, die man heute hat, so befreiter ist das Leben als Erwachsener. Und das, ja, das gibt einem Hoffnung. Nach dem, was ihr mir erzählt habt und was ich jetzt von euch mitbekommen habe, ich finde mir, der eine tolle Kindheit hatte, aber der auch weiß, dass das längst nicht, mir macht das total Hoffnung. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele zugucken und sich denken, boah, zwei so, du hast ja gerade gesagt, der Typ da drüben, der macht mir Hoffnung. Zwei so Kerle, die jetzt hier so ehrlich erzählen und die irgendwie mit so vielen Schwierigkeiten dann doch durchs Leben geht und jetzt stolzer Vater bist, euch habt, einen Job habt. Ich ziehe da so meinen Hut vor und muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann all den Schmerz, den ihr beschreibt, mir versuchen vorzustellen. Ich kann versuchen, den mitzufühlen. Und man merkt ja auch, wie krass ihr da getroffen seid. Aber ich finde, ihr macht total Hoffnung. Ganz im Ernst. Ja, haben wir schon ganz gut gemacht. Danke, Noah. Ciao, Elias. Bis dahin. Tschüss. In der Geschichte von Elias und Noah, da war ganz viel Schmerz, da waren ganz viele Wunden, aber da war immer auch Hoffnung. Die haben nicht aufgegeben, die haben sich, die haben ihren Humor, die blicken nach vorne und machen jetzt sogar eine Therapie. Und ich fand, das war eigentlich auch die Kernbotschaft von Professorin Asselmann, die ja sagt, wir können uns verändern, ein Leben lang. Und ich fand, das war auch so ein bisschen diese wichtigste Einsicht aus dem Experiment, wo die Menschen gezeigt haben, was für eine Bandbreite diese emotionalen Wunden ausmachen können, aber dass es sich auch da lohnt zu sagen, ich gehe da jetzt mal ran, ich spreche darüber, das tut gut, weil am Ende muss uns ja allen klar sein, niemand hat es verdient, dass uns unsere Vergangenheit unsere Gegenwart kaputt macht. Die Folge mit Felix zum Schönheitswahn bei Männern. Unbedingt gucken. Und ansonsten hier was Schönes aus dem ZDF-Kosmos. Und mit dieser Staffel geht es direkt weiter in der ZDF-Mediathek. Wir sehen uns auf jeden Fall.